ruhig und idyllisch. So ist es, das Leben in Bayern. So natürlich auch in Oberstdorf, dem bekannten Wintersportparadies. Doch alles nur so lange, bis die starken Männer kommen. Holzfällermeisterschaften. In verschiedenen Disziplinen treten die Kandidaten gegeneinander an. Egal ob mit Axt, der Hand oder der Motorsäge. Dabei geht es um Kraft und Genauigkeit. Und mitten unter den Holzsportlern ist auch Nils Müller aus Reinheim bei Darmstadt. Für ihn ist es überhaupt ein Erfolg, hier bei den deutschen Meisterschaften dabei sein zu dürfen. Ist er doch in seiner ersten Saison. Deshalb waren von Beginn an die Erwartungen eher bescheiden. Ich gucke mal, dass ich vielleicht meinen 8. Platz, mit dem ich mich qualifiziert habe, behalte. Und ansonsten, wenn ich auch den letzten mache, ist mir auch egal. Ich bin in den 10 besten Deutschlands besten Sportler. Von daher, was soll mir noch anderes passieren? Der Wettkampf insgesamt verlief äußerst spannend, denn es lief auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dirk Braun aus Winterberg und Robert Ebner aus Ottelmannshausen hinaus. Doch es gab zwei entscheidende Szenen. In der ersten lief Dirk Braun in der Disziplin Singleback zur Höchstform auf und erzielte an der 2 Meter langen Säge einen neuen Europarekord. Noch nie zuvor konnte die 11-Sekunden-Marke gebrochen werden. Doch er wäre wohl trotzdem nur Zweiter geworden. Doch die letzte Disziplin war Hot Saw. Hier gilt es, mit einer extrem leistungsstarken Kettensäge von bis zu 80 PS von einem Holzstück von 15 cm 3 Scheiben abzuschneiden. Dabei wurde der Erste, Robert Ebner, wegen Übersägung der Markierung disqualifiziert. Und Dirk Braun wurde zum 5. Mal deutscher Meister der Holzfäller. Ja, natürlich, jetzt der Erste sein, der 5 Titel hat. Das war immer mein Ziel, das zu erreichen. Und jetzt auch der Erste, der unter 11 Sekunden in der Singleback-Schnitt in Europa, ist natürlich auch eine super Leistung. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ich habe alle meine Ziele erreicht. Und so langsam kann man über das Aufhören nachdenken. Und wie hat sich unser Hesse geschlagen? Dirk Müller wurde am Ende respektabler 9. Ja, cool. Hat Spaß gemacht. War noch Luft nach oben, gerade bei Underhand und bei Singleback. Da habe ich weitaus bessere Zeiten im Training gehackt und gesägt. War ein bisschen unglücklich, aber fürs erste Mal echt top. Im nächsten Jahr will er wieder angreifen. Und wer weiß, vielleicht geht es dann noch weiter nach oben.